Es gibt so viele Sachen, die hier eigentlich lecker sind, aber dann im Mix nicht mehr sein werden. Ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wundervollen Zweitkanal, der da heißt... Rezzo? Ja, lol, ey. Geil. Ja, lol, ey. Vor allen Dingen, du hast es richtig gemacht. So in letzter Zeit machten immer alle falsch. Der da heißt Renzo. Hallo. Ja. Heute machen wir was sehr, sehr Schönes. Nämlich freut sich die schön. Julia schon. Total schön. Wir haben nämlich viele Lebensmittel hier. Und wir haben ein Glücksrad und einen Mixer. Ich glaube, damit ist schon selbst erklärt worden, was wir machen. Ja. Wir haben ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel Schinkenwurst. Und Tabasco. Oder Fischstäbchen, Ingwer-Shot. Ja, das wird ekelhaft. Aber was ich auch ekelhaft finde, ist das hier. Das ist richtig abartig. Aber das ist nicht Zahnpasta, das ist frische Gel. Das ist einfach Zahnpasta zum Runterschlucken. Aber schmeckt das? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und dann nimm... Schmeckt nach Zahnpasta. Ist einfach komplett Zahnpasta. Bist du bereit für die erste Runde? Ja. Nein. Ja. Ja. Nee. Soll ich einfach mal anfangen zu drehen? Ja, bitte. Das geht doch schon scheiße los. Ich will nicht. Ach nee, jetzt will ich nicht mehr. Ja, hier. Du musst kräftig drehen. Scheiße. Boah. Ja, kacke, ey. Feier ich. Ey, das ist nicht fair. Doch. Ey. Oh. Ey. Zahnpasta mit Ingwer-Shot? Nee, Alter. Ja. Ja, das ist halt schon eine Arschkarte, ne? Also egal, was du jetzt kriegst, das kann es nicht besser machen. Nee. Aber es kann bei mir jetzt schlimm werden. Pass dich aus. Nein. Auch Ingwer-Shot? Ey. Bei dir ist eh egal, was. Ey, ey, was ist denn das? Das kann doch nicht sein! Guten! Ist das der schlimmste Shake, den man haben kann? Fischstäbchen! Geil! Okay, das heißt, jetzt müssen wir das mixen. Willst du deinen zuerst machen? Kriegst du es so auf oder soll ich dir. Oha, mit dem Fingernagel? Ich mache auch Pakete mit dem Fingernagel auf. Das ist wie ein kleines Messer. Das sieht schon so abartig aus. So von der Farbe einfach nicht richtig. Hätte ich gewusst, wozu ich hier gezwungen werde heute, wäre ich nicht gekommen. Stimmt, ich habe dir vorher gar nicht Bescheid gesagt, ne? Nee. Hör auf, zu grinsen! Ich glaube, das ist gut. So, möchtest du dir das in dein Glas füllen? Ach, das so gerne. Wie riecht das? Nicht gut. Boah. Das Ding. Okay, come on, Alter. Habe ich gleich sehr frischen Atem. Das sieht nicht gut aus. Boah! Schlimm? Boah, Alter, das steigt dir in die Nase. Ey, TJ, Alter, das ballert. Was meinst du mit ballern? Ziehen. Wie kann das die erste Runde sein? Ey, das hat man davon, wenn man keinen ordentlichen Job aus... Cheers. Boah, mir brennt einfach alles weg im Mund. Ich merke, wie es so runtergeht und alles auf dem Weg, alles in meinem Körper sagt nein. Ein bisschen ekelhafter Move, finde ich persönlich. Boah, als hätte ich Kotze vom Boden genommen und wieder in... Ja, boah. Geil. Dafür würde ich sagen, war nicht so Runde, oder? Und ich tausche einmal den Ingwer-Shot. Boah, Halleluja. Mit Brause aus. Okay. Warte mal, sollte der Ingwer-Shot was Positives sein? Nee, oder? Hey, voll lecker. Was ist denn ernst? Ich trinke es voll gerne. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Nee, Julia, das ist immer scheiße. Mit mir zu drehen? Okay, nächste Runde, bist du bereit? Ja, los. Oh. Ja, wow. Nehme ich. Easy, lecker. Du bist dran. Ich habe Angst. Bier. 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 Geil. Nächste Runde. Ketchup, really, du bist... Okay, Bier geht noch. Oh mein Gott. Oh, nicht schon wieder Fisch. Bäh. Ey, aber ich finde, das passt, weil... Du hast das, was vor dem Club auf der Straße liegt. Oh, und du hast leider sogar recht. Mach weiter. Wasser? Oha. Alter, du hast so Glück. Das ist gut. Energy Drink. Und diesmal starte mal ich. So, Ketchup. Das war Spritzpups. Und dazu jetzt noch ein bisschen Wasser.
Ey, das sieht wirklich so aus. Wie Clubkotze. Oder ein Eiskaffee. Deins moved schon derbe, ne? Ja, bei dir ist es einfach nur flüssiger Ketchup. Auf uns. Meins geht ziemlich gut klar. Boah, im Nachgang ist es einfach nur Fischstäbchen. Sollen wir nicht mal eine Runde machen, nur mit schönen Dingen? So, wo wir neue Kreationen wär rausfinden? Voll schön. TJ, das wäre doch spannend. TJ. Können wir uns mal aussuchen, was drauf kommt? Okay, können wir machen. Ja, 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 ja. Okay. So, wir dürfen uns jetzt aussuchen, was aufs Rad drauf kommt. Ja, aber erstmal verändere ich das Rad hier. Hey, wir verändern es doch auch. Also wir suchen uns das doch aus. Aber ich finde das Rad... Ja, hast du gesagt, wir dürfen ja auch nicht verändern. Nein, die Zutaten selbst. Komplett? Mhm. So können wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. Ja, aber dann machst du irgendwas Langweiliges. Nein. Was? Ich will Apfel mit Zimt und Milch machen. Das könnte voll geil sein. Okay, eine Runde aussuchen. Du hast das. I have this. Ich glaube, ich nehme das. Eine Banane. Dann aber Energy Drink. Ich kann mir vorstellen, dass das lecker ist. Das stimmt, es könnte sein. Okay. Boah, geil. Wir sind Kreateure. Wir haben einen Michelin-Stern verdient dafür. Ja. Hoffentlich. Ey, übelst lecker. Übelst Alter, lecker. Krass. Wir machen so eine Bar auf, wo es einfach so leckere Milchgetränke gibt. Das ist einfach ein Weihnachtssmoothie. Ja, Alter, Weihnachtssmoothie. Das ist eine Marktlücke, TJ. Geil. Ey, ohne Scheiß, das ist nice. Möchtest du? Ja. Spürst du die Weihnacht, TJ? Ja, sehr viel Weihnacht in meinem Herzen gerade. Die erfrischende Weihnacht. Ich stell mir dann vor, wie man da noch so rum reintut. Ja! Real Talk. Oha! Noch kälter und mehr rum. Dann ist es perfekt. Hä, voll krass. Wir machen zu dritt so einen Laden auf. Ja, ja, Mann. Und Titi hat so seine Ecke, wo der einfach in alles, was wir kreieren, einfach noch rum reintut. Ja. Du kannst so bei uns so leckere Drinks kaufen und dann kannst du so weitergehen zu TJ. Wenn und du der Alki bist, gehst du dann zu TJ. Okay, jetzt ist meiner dran. Es sieht eigentlich lecker aus. Ja, okay, probier. Okay. Hä? Ist cool? Ist voll gut. Mm. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass es irgendwie ekelhaft wird. Mm. Oh, lass TJ bewerten, wer die Runde besser gemacht hat. Probier mal. Ich glaube, hiervon kann man nicht sehr viel trinken, weil das schon ziemlich süß ist. Es ist sehr süß, ja. Ja, das stimmt. Und ich glaube, all in all ist es ein Getränk, was man eher trinken kann. Deswegen gewinnt dieses Getränk hier. Ja. Wir sind Kreatüre Deluxe. Kreatüre, so heißt der Laden. Oh, Kreatüre ja. Deluxe. Okay, letzte Runde, habe ich gehört. Letzte Runde, das wird wieder scheiße. Keine Lust, TJ. Aua, ich habe Bauchschmerzen, kann ich nach Hause? Ey, ohne Spaß. Aua, bringst du mich nach Hause, TJ? Du bist zu Hause. Du bist zu Hause. Und zwar wird jetzt so lange gedreht, bis alles weg ist. Quasi. Gott. Gedreht quasi auf den Keks. Dann nimmt jemand Keks daran und tut ihn ab. Und das wird alles gemixt. Das wird alles gemixt. Das ist garantiert ekelhaft. Ja, nö. Vielleicht auch nicht. Okay, lass einfach probieren. Bist du bereit? Nein. Ich fange gerne an. Okay. Ey, das ist doch nicht richtig. Heute Nacht spricht Gott zu mir. Sagt, das habe ich mir so nicht gedacht. Mit den Lebensmitteln. Es tut mir leid. Es könnte auch einfach so Kirsch-Joghurt sein. Könnte so Kirschjoghurt. Ey, ohne Spaß, es wird einfach so fucking knoblauchlastig. Ey, ja. Ich trinke hier die ganze Zeit nur Kotze. Boah. Riechst du den Knoblauch? Boah. TJ, kannst du es bis zu dir hinriechen? Ich weiche aus gerade. Boah. Ey, TJ sitzt wirklich so 3 Meter weit weg von hier und muss sich nach hinten lehnen. Ja. Huh. Okay, komm. Wir schnell. Ziehen einfach durch. Okay. Jetzt im Nachgang ist es geil. Das war im ersten Moment aber so fucking scharf. Aber jetzt spüre ich nur noch Knoblauch und ich liebe Knoblauch. Wie kann das dein Gesicht danach sein? Probier mal. Siehst du? Aber derbe Knoblauch. Ja. Boah, fick die Henne. Ja, das ist eine ganze Knoblauchzehe in so einem kleinen Konzentrat. Bäh. Ja. Hallo, wir haben es voll durchgezogen.
gezogen. Wenn ihr nicht stolz auf uns seid, dann weiß ich auch Wirklich. Jeweils haben einen dicken Schluck nach oben haben wir genommen. Verdient. Ja, naja, jedenfalls will ich dafür ein Like, sonst weine ich. Ja, stimmt. Sag das mal. Die ja Daumen. gut. Daumen nach oben wollen wir haben. Bitte. Und auch was? Und auch ein Abonnement. Und auch was? Kein Kommentar wollen. Ein Kommentar. Ja, gut. Ach so, es gibt auch noch ein anderes Video. Und zwar auf meinem Kanal. Das könnt ihr jetzt hier gucken. Hier klicken. Einfach da klicken. Und wir freuen uns da sehr drüber. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Rezo. Ja. Wir sehen uns. Bis nächste Woche. Tschüss.